Noch ein paar Gedanken zum Thema. Also die Angst, sich in größeren Höhen, größere Höhen zu begeben, also auf den Turm zu steigen oder beziehungsweise die Angst vorm Fliegen ist auch sehr weit verbreitet. Was so im Einzelnen dahinter steckt, ich nehme an, das ist auch eine Störung des Grundvertrauens, also dass die Leute Angst haben, dass das Leben eben nicht hält, also dass sie ständig von Katastrophen bedroht sind und dass das Flugzeug abstürzt oder dass der Boden unter ihnen nicht fest und sicher ist, dass der Boden nachgibt oder dass eine Tragfläche abreißt oder was weiß ich, was für Katastrophengedanken. Wahrscheinlich ist das gar nicht so real. Ich vermute mal, das sind eher so Gefühle, die nicht genau auf eine bestimmte Situation ausgerichtet sind. Einfach wenn, ich kenne das selber auch in Ansätzen, dass wenn ich auf einem Turm bin oder so, dass ich dann doch darauf achte, aha, das Gelände ist hoch genug oder beziehungsweise, dass ich mich nicht zu weit vorbeuge und dass mich das schon etwas, sagen wir mal so, beeinflusst oder beeindruckt, also dass ich da nicht auf dem Geländer balancieren würde oder so wie manche Bauarbeiter, die dann auf den Gerüsten rumtouren. Noch ein paar Gedanken zum Thema. Also die Angst, sich in größeren Höhen, größere Höhen zu begeben, also auf den Turm zu steigen oder beziehungsweise die Angst vorm Fliegen ist auch sehr weit verbreitet. Was so im Einzelnen dahinter steckt, ich nehme an, das ist auch eine Störung des Grundvertrauens, also dass die Leute Angst haben, dass das Leben eben nicht hält, also dass sie ständig von Katastrophen bedroht sind und dass das Flugzeug abstürzt oder dass der Boden unter ihnen nicht fest und sicher ist, dass der Boden nachgibt oder dass eine Tragfläche abreißt oder was weiß ich, was für Katastrophengedanken. Wahrscheinlich ist das gar nicht so real. Ich vermute mal, das sind eher so Gefühle, die nicht genau auf eine bestimmte Situation ausgerichtet sind. Einfach wenn, ich kenne das selber auch in Ansätzen, dass wenn ich auf einem Turm bin oder so, dass ich dann doch darauf achte, aha, das Gelände ist hoch genug oder beziehungsweise, dass ich mich nicht zu weit vorbeuge und dass mich das schon etwas, sagen wir mal so, beeinflusst oder beeindruckt, also dass ich da nicht auf dem Geländer balancieren würde oder so wie manche Bauarbeiter, die dann auf den Gerüsten rumtouren.